Ich begrüße euch zurück bei Dark Souls 2. Ja, wir reisen erstmal zurück zum Leuchtfeuer, denn wie ihr sehen könnt, ja, 35.000 Seelen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich damit erstmal gerne einen Aufstieg sichern. Und das machen wir auch direkt. Das sollte lustig werden. Ja, danach werden wir weiter hier mit den Aufzügen den wunderschönen Nebelturm erkunden. Das wird ein Spaß. So, wir wollen nach Medjula natürlich. Oh wei, oh wei. Ich habe eine ganz, ganz, ganz schlimme Befürchtung, was die Gegner hier im Gebiet angeht. Wisst ihr das? Na gut, vielleicht sind sie auch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle. Und in Wirklichkeit ganz freundlich zu uns. Kann ja auch sein. So. Medjula. Ein Aufstieg, bitte. Nee, das muss nicht sein. Ich erhöhe nochmal. Nee. Die Vitalität. Die Kondition, vor allem wegen der Ausdauer. So, ich wollte noch irgendwas machen. Moment. Ich überlege. Nö. Oder? War da noch was? Ich bin mir gerade unsicher. Nö, wir reisen zurück. Hier. Ins Foyer. Genau. Tja. Da geht's weiter, da wo wir aufgehört haben. Es gibt hier eine Menge Aufzüge, von denen wir jetzt genau zwei benutzt haben. Das heißt, hier gibt es auch noch einiges zu entdecken. Ho wei, ho wei. Der Nebelturm, ja, ja. Nach unten. Das ist natürlich auch interessant, oder? Uah. Na, seht mal. Nach unten. Das ist ja eine ganz schön interessante Richtung, oder? Mithilfe dieser Riesenplattform. Da ist ein Gegenstand. Ah, ich traue diesen Rüstungen nicht. Ihr wisst es ja. Boah. Die sind jetzt nicht so schlimm. Nee. Nee. Das war nicht gewollt. Ah. Ah, boah. Okay, da war jetzt ein bisschen Glück im Spiel. Oh wei, oh wei. Das war nicht gewollt, Leute. Das dafür umso mehr. Oh, wieder zwei. Nein. Autsch. Ihr glaubt ja wohl, dass das so ziemlich gar nicht gewollt war, oder? Der hat gar keinen Kopf mehr. Oh wei, oh wei. Okay, so kommen wir also zu unserem Freund da unten. Zu unserem Freund, in Anführungszeichen. Na gut, dann will ich aber nochmal runter. Das war ja sehr interessant. Ja.
Dieses Durchbrechen durch den Boden ist eine schicke Idee, wenn man nicht gerade so blöd da drauf reinfällt, wie ich es getan habe. Oh, weil was hier für Gegner warten werden, vor allen Dingen auf den finalen Endgegner, bin ich ja sehr gespannt. Ach, habt ihr das gesehen? Da ging es auch oben lang. Der gute Schlag in den Rücken. Na komm. Bleiben die Flächen durchgebrochen oder kann man da wieder durchbrechen, frage ich mich. Wow. Meine Güte. Okay. Eins, zwei. Da brechen wir wieder durch. Hier nicht. Hier ist nicht mal jemand. Okay. Okay, da sind zwei. Heißt, einen erledigen wir. So. Und Nummer 2 wird direkt hinterhergeschickt. So. Partisane plus 6. Okay. Na, das ist doch schon mal eine deutlich angenehmere Position, oder? Haben wir irgendwas Besonderes? Vielleicht Finsternispfeile? Ah, auch nicht so wirklich. Giftpfeile vielleicht. Ja, geh weg von mir. Bringt auch nicht so viel. Blutungspfeile vielleicht. Auch nicht wirklich. Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwas, was besonders viel Schaden macht. Große Eisenpfeile. Versuchen wir es hiermit. So. War vielleicht auch mal wieder nicht die mutigste Art und Weise, aber immerhin, es hat funktioniert. So. Boah, was ist denn mit dem los? Mein Problem ist gerade die Kombination aus beiden.
Und die Tatsache, dass der Geist nicht stirbt, sondern lebendig bleibt. Ich weiß nicht, was das bringt. Wir nutzen ihn mal. Ja, es war jetzt eine blöde Idee wahrscheinlich, aber ich habe einfach nur Angst davor, weil da oben war irgendwo so ein Götzenvieh. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Schmelzerkeil. Da ist aber auf jeden Fall ein finaler Kampf drin. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und wenn ich mal raten darf, werden die... Ah, ich habe so eine Idee. Ich vermute mal, dass der Gegner, der Bossgegner, der darin wartet, durch die Götzen, nenne ich sie einfach mal, hier draußen gestärkt wird. Nur so eine Interpretation. Eine Seele. Und wenn der wirklich so ist, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, hier erst die ganzen Gegner zu beseitigen. Oh Mann. Passt er da durch? Passt er da nicht durch? Das wäre natürlich klasse. Autsch, autsch. Ja gut, wir können trotzdem so erledigen. Das ist gar kein Problem. Das ist gut so. Ja, ist aber doch ganz schön bedrohlich, der Große. Feuer Drakenstein, was ist das denn? Feuer Drakenstein. So, wir später mal. Ja gut, die Frage ist wirklich, wartet hier ein Endgegner auf uns? Ich habe so das ganz starke Gefühl, als wäre dem so.
Ein Leuchtfeuer. Die ganze Sache schon wieder fast zu einfach macht, oder? Ich kann Leuchtfeuer nicht benutzen. Ach so, wegen der Invasion. Ja, ja. Macht Sinn. Oh, wei, oh, wei. Wenn er hier reinkommt, ist der ganze Spaß ganz schnell vorbei. Schon ein bisschen Angst, oder? Also ich habe schon ein bisschen Angst vor dem. Genau deshalb. Oh wei, oh wei. Okay. Wir nehmen mit die Seele. Und diese Seele. Na gut, na gut. Ich würde gerne einmal menschlich werden. Also da drin ist auf jeden Fall ein Endgegner. Ich denke mal, da sind wir uns einig, oder? Und vielleicht können wir hier irgendwo ja Hilfe beschwören. Das hat sich das ein oder andere Mal das Leben ganz schön erleichtert. Titanitbrocken mal 3. Keine Hilfe. Na gut, probieren wir es einmal. Was auch immer da drin wartet, wir werden es herausfinden. Puh, wei, oh wei. Autsch. Ja, der ist gar nicht so schwer. Wenn man gut abwehrt und taktisch immer nur einmal zuschlägt, dann ist der echt machbar. Also da bin ich jetzt recht optimistisch. Da bin ich jetzt recht optimistisch. Hallo? Ja, 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 ja. Lauf, 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 lauf. Da bin ich jetzt recht optimistisch. Und durch da.
Oh, oh. Okay, da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel oder zu früh. Ah. Da war wieder zu früh. Ich bin zu voreilig. Na komm, schlag zu, Freundchen. Ach so. Ah, er hat also eine zweite Phase. Gut zu wissen. Die zweite Phase ist doch ungemütlich mit dem brennenden Schwert. Oh wei, oh wei. Ich glaube, der ist doch schwieriger als ich dachte. Die zweite Phase ist böse mit dem Flammenschaden. Ja. Flammenquarzring sollte so einiges bringen. Ich bin so blöd. Das war ja wohl mal gar nichts. Vielleicht sollte ich doch da mehr rollen. Einfach zur Seite rollen. Ha. Ha, der ist doch schon schwieriger und anspruchsvoller, als ich dachte. Dass ich jetzt in der ersten Phase schon so Probleme bekomme, damit habe ich nicht gerechnet. Die Flammenphase sollte vielleicht dank der Feuerresistenz gar nicht so schwierig sein. Aber die erste Phase ist rein taktisch gesehen. Ach, ich könnte mich so aufregen.
Also wegrollen ist auch nicht. Boah. Du Mistkerl. Ja. Ja, komm. Dann zieht er den Schlag noch nach, Mann. Und dann haut der noch einen Schlag. Das ist echt Wahnsinn. Wie viele Schläge der raushaut. Das ist... Oh. Das ist echt nicht ohne. Schlag, 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 Schlag hintereinander. So als hätte er unbegrenzte Ausdauer, zumindest gefühlt. Hm. Die erhöhte Balance könnte hier auch Wunder wirken. Hier ist Hilfe. Ich bin so blind. Eddie Stahlherz. Probieren wir es mal. Mithilfe.
alles gut. Nein, du Mistkerl. Ah. Ah, tut mir leid, Leute. Das wird anstrengend. Aber ich würde den gerne in diesem Video erledigen. Kribbelt mir ein bisschen in den Fingern. Du hast Interesse halber, wo sind wir jetzt überhaupt? Unterstes Geschoss. Fehlt noch eine Etage danach. Ah, Mann, oh Mann. Es hätte ja an sich ganz gut geklappt. Aber habt ihr das gesehen, wie wir immer wieder zurückgeschlagen wurden? Ich weiß gar nicht, bringt der... Das ist doch Feuer an seinem Schwert, oder? Ich hätte aber wirklich nicht gedacht, dass wir... so abhängig von dem Ring sind, von unserem Gewicht her. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir überladen sind, sag ich mal. Verwirrt mich auch ein bisschen. Warum? Was wiegt so viel? Der Ring der Riesen wiegt 3. Das ist ja heftig. Ich weiß nicht, inwiefern die Ausdauerregeneration so wichtig ist. Wie sie immer einen mitbekommt, obwohl er sie manchmal ganz angreifen will.
Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Versuch noch, würde ich sagen, dann soll es das erstmal sein. Also der Ring bringt auch nichts. Oh wei, oh wei. Letzter Versuch. Letzter Versuch, letzter Versuch, letzter Versuch. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern wirklich die Balance so wichtig ist. Wie früh der auch schon das Schwert genommen hat. Also so macht das keinen Sinn. Nee, 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 das müssen wir später nochmal probieren, Leute. Oh wei, oh wei. Na gut, wir haben den ersten Gegner gefunden. Der ziemlich böse ist. Ich denke mal, da gibt's wieder irgendeinen Trick. Wir werden es herausfinden, Leute. Beim nächsten Mal hier bei Dark Souls 2. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allen Dingen, ob wir es dann beim nächsten Mal schaffen werden. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht hier. Ja, gegen den ersten Gegner des zweiten DLCs. Bis dann, Leute.